Die stärker als erwartet ansteigende US-Inflation konnte die Anleger diesmal nicht verschrecken. Ganz im Gegenteil, die Kurse sind sogar leicht gestiegen. Wie es weitergeht, das kläre ich jetzt in unserem Wochenausblick mit Commerzbank-Chefanlagestratege Chris Oliver Schickentanz. Und Herr Schickentanz, können wir wieder mal auf den Bullen setzen oder wird es diesmal der pessimistische Bär? Zunächst einmal habe ich mich natürlich gefreut, dass nach den Kurskorrekturen der letzten Wochen jetzt mal wieder die Pluszeichen an den Börsen dominiert haben. Ich habe mir in dieser Woche aber vor allen Dingen die Entwicklung an den Anleihemärkten angeschaut. Da hatten wir ja einen sehr, sehr deutlichen Renditeanstieg, der in dieser Woche dann tatsächlich ausgebremst wurde auf die deutlich höher ausgefallenen Inflationsdaten in den USA sind die 10-jährigen US-Staatsanleihen dann sogar leicht zurückgekommen. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass hier das Schlimmste entsprechend eingepreist ist. Von daher sollte es summa summarum auch in der kommenden Woche für leichte Pluszeichen und damit für den Bullen reichen. Herr Schickentanz, Sie haben den Anleihemarkt angesprochen. Wie geht es denn dort weiter und wie kann ich als Anleger dort attraktive Ausschüttungen generieren? Wir gehen davon aus, dass der Renditeanstieg insbesondere bei US-amerikanischen Staatsanleihen in den kommenden Wochen ein Ende finden wird. Hier haben wir ja mittlerweile eine sehr deutliche Bewegung gesehen. Das bedeutet dann aber, dass andere Ausschüttungsformen, wie zum Beispiel die Dividende, wieder attraktiver werden. Von daher haben wir auch den DWS ESG Equity Income in unserer Vermögensverwaltung zum Mitmachen allokiert. Der setzt auf die eher defensiven, ausschüttungsstarken Aktienbereiche und eignet sich von daher hervorragend für den Anleger, der zwar durchaus bereit ist, in Aktien zu investieren, dabei aber auf eine attraktive Ausschüttung nicht verzichten möchte. In Sachen Ausschüttung kenne ich von der DWS eigentlich nur den Top-Dividende. Was ist denn das Besondere an ESG Equity Income? Zunächst einmal ist das vollkommen richtig. Der DWS Top-Dividende ist nach wie vor das Aushängeschild der DWS in Sachen Ausschüttungsstrategien. Aber der DWS ESG Equity Income ist für mich tatsächlich die bessere Alternative. Warum? Weil er Nachhaltigkeit fest in den Investmentprozess verankert hat. Das heißt, er setzt ähnlich wie der Top-Dividende auf eine klare Fokussierung auf ausschüttungs- und substanzstarke Aktien, aber kombiniert das Ganze dann eben mit einer dezidierten Nachhaltigkeitsanalyse und kombiniert von daher eine schöne Wertsteigerung mit attraktiven Ausschüttungen und einer guten Nachhaltigkeit, einem guten Gewissen bei der Anlage.